So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von JFT Live Trading TV. Die vergangene Woche war sehr volatil und auch ja, analytisch nahezu perfekt wurde der DAX analysiert. Kann man in den anderen Videos oder Analysen nachlesen. Man konnte zuerst, ich kann ja kurz mal den Chart nochmal aufmachen. Zu Wochenbeginn war am Wochenende ein Long-Setup geplant. Hier sind Teilverkäufe getätigt worden. Ganz das Kursziel ist da nicht angelaufen worden. Hier wären dann Shorts möglich gewesen bzw. angedacht. Ziele waren dann Short-Ziele zunächst, wären dann nicht auf dem Fahrplan gestanden. Allerdings hätte man ja... Ich denke mal, wenn man hier eingestiegen ist, der Stopp war ja 200 Punkte, wäre es so ein Swing Trade gewesen und sollte dann auch bis hier 9,4, hier bis zu dem Gap und dann hätte ich wahrscheinlich auch wieder eingedeckt, also bis hier runter sicherlich nicht gehandelt. Der Einstieg fand dann hier unten statt, bei 9.170 und gleichzeitig würde jedoch auch hier unten die Gap-Unterkante als Korrekturziel genannt. Das traf dann auch. Als der DAX dann bei 9,3 etwa stand, wurde die Long-Position wieder verkauft. Und in dem Video war dann am Freitag angegeben, vor der US-Börse wird dieses Level von 9,580 höchstwahrscheinlich nicht überwunden. Und hier war dann auch das Hoch hier an genau an der Gap-Kante. Soweit war der Verlauf der letzten Woche, also erst Long, dann hätte man Short machen können, hier war man dann wieder Long und jetzt ist man aktuell eben nicht positioniert, jedenfalls nicht im DAX direkt. Bevor ich jetzt dann zum Dow komme, gibt es hier jetzt im DAX auf jeden Fall ja, zwei bzw. ja, drei Varianten eigentlich. Also eine markante Unterstützung sitzt auf jeden Fall bei 9.350. Also noch bevor das Gap komplett geschlossen wird. Aber es kann auch kurz ein Unterschießen passieren. Jedenfalls hier jeder Stundenschlusskurs über ja, 9.320 etwa ist damit verbunden, dass es dann direkt hochgehen könnte. Die andere Variante ist, dass es nur nochmal hier leicht in das offene Gap reinläuft und dann sofort dreht, ohne, sage ich mal, überhalb von 9,4, also dass nicht die untere Zone angelaufen wird und eben nochmal ein neues Hoch erreicht wird, hier bei 9,6 Minimum. Und die Variante, die ich zwar aktuell nicht ganz hundertprozentig favorisiere, aber der Dow Jones sieht eben danach aus, wäre nochmal ein Rücklauf an die 9.130 und an die gegebenenfalls sogar die 9.015er Marke. Hier ist eben auch noch ein offenes Gap, was aber nicht, also der Gap Close ist hier nicht auf dem Fahrplan dann, sondern nur hier an die 9.000er Marke. Aber dann eben im DAX zu gegebenen Zeit im Stream gibt es dann wieder einen neuen Fahrplan bzw. auch höchstwahrscheinlich Trades. Aber bislang eben sollte das Video eine Orientierung erstmal sein, dass es hier doch mehrere Möglichkeiten gibt und aktuell noch keine Positionierung stattfinden wird am Montag. Kommen wir jetzt eben zum Dow. Und hier hat sich was, was Schönes sich, sage ich mal, ergeben. Der Dow ist an die eingezeichnete Weekly Widerstand rangelaufen fast. Diese Trendlinie habe ich erst heute am Wochenende dazu gezeichnet. Die war am Freitag noch nicht da. Und dort ist er dann abgeprallt. Wie man es jetzt hier sieht, könnte sich hier so ein offener Keil sich gebildet haben und dann wäre eben das Anlaufs
Ziel, hier die 16.000er Marke. Kann auch natürlich hier flotter laufen. Also das wäre jetzt, sage ich mal, wir haben 4 Stunden Charts immer unterwegs. Das wäre eventuell ein ideales Szenario. Das kann auch leicht hier oben schon starten. Ne? Das ist jetzt hier nicht ganz, aber es soll eben fünfwellig nach unten laufen und eben nochmal die untere Kante erreichen. Und eben genau deshalb wäre eben im DAX, kann ich auch hier nochmal ein anderes aufzeichnen, eben den 9.4, beziehungsweise ich habe auch eine andere Fibonacci noch eben bei 9.015. Dann wäre eben hier nochmal ein komplettes Anlaufen der unteren Kante, wird kurz aus dem, hier ist, hat ja noch nicht viele Auflagepunkte, aber jedenfalls aus dem Trendkanal rausbrechen dann. Aber wie gesagt, das ist kein richtiger Trendkanal. Im Moment gibt es zu wenig Auflagepunkte. Und deshalb wäre hier unten noch ein Anlaufpunkt. Was eben da eben Pluspunkte wird dann eben dadurch sammeln, oder dass das Setup wahrscheinlicher wird, es zeigt eben der Dow Jones. Wenn ich hier recht haben sollte, dass es hier so eine offene Keilformation ist. Und was aber im Prinzip dagegen spricht, aber da schaue ich nachher noch die anderen Aktien an, wäre eben hier zum Beispiel eine BMW und eine Daimler. Die liefen ja nahezu perfekt. Zwar ist hier das nur flach angedeutet gewesen, aber es gab definitiv nach dem Erreichen etwa der 75er Marke schon, wie gesagt, das Setup gab es am 12. am Wochenende. Hier wurde dann eben gekauft. Wäre eben angedacht, eher flach und dann nochmal hier oben anzulaufen. Jetzt ist es eben steil nach unten. Und hier würde, also hier sollte eben eine BMW-Aktie definitiv kein neues Tief mehr machen. Von dieser Prognose. Deshalb ist es ein bisschen schwierig noch, ab am heutigen Tag eine Variante zu favorisieren. Was natürlich hier auch spitzenmäßig war, immer wieder betont, dass hier ein Tief fehlt. Das Tief kam und eben auch dann betont, durch den Aktienrückkauf sollte es Rückenwind geben. Der erste Tag war eher komplett schwach. Jetzt am Freitag sogar eher gegen den Trend angestiegen. Also liegt man jetzt auch hier im Plus. Der Stopp bleibt hier. Kann leicht angehoben werden, aber wie gesagt, sollte jetzt, wenn es alles sich so ergibt und charttechnisch, wird es jetzt definitiv Sinn ergeben, einen Anstieg bis Minimum, ja, 44, sag ich mal. Hier gab es noch, aber da, ich denke mal, kann ich auch kurz noch besprechen. Hier die Forex-Sachen liefen ja auch super. US-Dollar, kanadischer Dollar lief dann rein. Berührt kann man abhaken. Und hier habe ich jetzt ja auch der australische Dollar, US-Dollar, neues vorgestellten Short, da standen wir etwa hier mit Zielbereich die 0,71, kann man auch im Stream noch nachlesen, sind innerhalb von, ja, nicht ganz mal 3-4 Stunden gewesen, wo man 100 Pips bzw. 1,22% im Währungspaar, und das war dann schon einiges, aber hier habe ich mich dann ja doch verschrieben. Ist ja nicht der EMA 200, sondern der EMA 50 dann im Tageschart. Ich hatte dann hier was Falsches aufgeschrieben, aber es war ein EMA. Kann ja mal zur Verwechslung führen. Also trotzdem nochmal die Bitte oder die Mahnung, nicht, da es jetzt letzte Woche ja so perfekt lief, wird sich die Analysen Siele nicht so fortsetzen, die Trefferquoten. Ich bemühe mich zwar natürlich, aber
ist schon außergewöhnlich gewesen, dass die Märkte jetzt erstmal so gelaufen sind wie gewünscht. Noch zu Silber, da war eben auch angedacht, mindestens noch 2 Tage später auf diese Marke, aber eben auch im Text geschrieben, dass es hier die Aufwärtstrendlinie bzw. Unterkante erreicht wird und die wurde jetzt hier getroffen. Darf man sehen, ob sich das jetzt so entwickelt. Ich denke, da fehlt nochmal ein Tief, beziehungsweise diese schwarze Kerze muss nochmal nach unten ein Stück versetzt werden.